ist kalt, ey. Ich glaube, das ist ein Cold Opener. Ehrlich? Machen wir die Heizung an. Bei mir läuft nichts mehr. Viel Spaß. Hallo Freunde der klassischen Spielunterhaltung. Hallo Leute. Es ist wieder soweit. Folge Retro Retox. Ja, und das ist die letzte Folge mit Sega Mega Drive. Mini, genau. Ja. Wir haben noch 5 Spiele bei uns. The Story of Thor, Road Rash 2, Motorradspiel. Road Rash 2 war einfach ein geiles Spiel. Ja, da freut er sich, der Patrick. Ja, weil ich kenne das auf PC, als ich der Spiele gebe und ich glaube auch auf PlayStation, oder? Keine Ahnung, kann sein. Er ist bekannt, der Spiel. Weiß ich nicht, aber... Er ist bekannt und sogar von Electronics Arts. Von EA, aber da war zu weit kommen wir nicht. Ja, und wir kommen zu weit. Wir müssen auch noch leider berichten, das ist die letzte Folge Retro Retox, aber nur die der 5. Staffel. Es kommt dann eine 6. Staffel. Wie die aussieht, wissen wir nicht. Bleibt einfach bei uns im Kanal, bleibt uns treu und dann wisst ihr immer. So wie es aussieht, kommt es vielleicht dann nur einmal im Monat. Ja, werden wir sehen. Genau, aber egal. Abwarten. Abwarten und Tee trinken. So. Ja, oder Tetris trinken. Tetris. Dann gehen wir mal zum Story of Thor. Ein Erscheinungsjahr 1995. Ein junger Mann erhält ein goldenes Armband, das 4 Geister herbeirufen kann und begibt sich auf ein aufregendes Abenteuer. Von Ancient, den Machern von Streets of Rage 2, das haben wir ja auch schon gespielt, mit einem genialen Soundtrack von Yuzo Koshiro. Okay, Yuzo Koshiro. Ja. Diese japanischen Namen sind manchmal ein bisschen schwer auszusprechen. Ja. Was, Business? Ja, ich hab Business. Ja. Stimmt, die alle hören die einfach. Nee, YouTube-Business. YouTube-Business. Ah, du, schön. Schöne Cutscenes, ja, damals. Oh, ist das so wie Horizon Zero Dawn, ne? Ja, fast. Also vom Grafik her, Ali, ich rufe dich, gib mir einen Döner, bitte hebe mich auf. Ah. Ui, schönes Armband, ja, schick, schick. Das kommt vielleicht in Mode. Ja, bestimmt Power. Oh, da könnte sich ja wieder was hier sagen. Ich bin das, was von diesem goldenen Amulett zurückblieb. Ich vertraue dir jetzt seine Kraft an. Vielen Dank, denn du bist dazu auserwählt worden, eine schwierige Aufgabe zu erfüllen. Ja, ich bin gewappnet dafür. Das goldene Amulett hat sein Gegenstück, ein silbernes Amulett, welches die Seele eines anderen besaß. Wenn du ihn nicht aufhältst, wie der Oasis, ist doch eine Musikband. Ja, was ist ja? Die Kraft des goldenen Amuletts steht jetzt zu deinen Diensten. Finde die 4 Geister, die dieses goldene Amulett beherrschen. Machen wir mal. Das ist ein RPG-Spiel, oder? Nein, ist nicht. Nee? Okay. Gebiete den teuflischen Plänen dessen, der das silberne Dingsbums war, da habe ich nicht mehr gelesen. Vor vielen Jahren tobte eine wilde Schlacht im Schattenland des Königreichs von Oasis. Na, haben sie Waterloo. Ne, was? Wie heißt das Lied? Von Oasis, ja. Mir fällt es nicht gerade ein. Wonderwall. Wonderwall, genau. Das war die beste, oder ein von die beste Lied von dieser Band. Ja, die haben wir gefahren. Ja, ja. Da werden sich ja dann zerstritten. Jan Gallagher. Gallagher, genau, die Gallagher Brüder. Und ein, der macht allein einfach Musik. Kann sein, das ja, ist. Ja, ja, doch, der Singer. Ja, und jetzt sind wir aber nicht mehr auf die Story eingegangen. Nee. Es macht richtig Rabatz, Rabums, die können sich nicht leiden, das goldene Silberamulett. Und okay. The Story of Thor! Starttaste drücken! Wir drücken die Starttaste. Oh, hast du auch schon was gespielt? Ich habe schon ein bisschen gespielt, ja. Aber und fangen wir gleich von vorne an. Was sagst du für ein Spiel? Ja, schon gut. So, natürlich bin ich der Milzi. Nee, ich schreibe Red Docs. Dann schreibe mal Red, extra für dich. Man kann eh nur 3 Buchstaben machen. Weil wir sind gerade beim Retro Red Docs, oder? Ja. Und irgendwann, das gibt auch Merch. Was, ein Merch? Merch. Merchandise. Also Merchandise, ach so. Ja. Irgendwann. Manchmal mit seiner französischen Sprache, obwohl ich ihn jetzt schon seit 75 Jahren kenne, Patrick. Irgendwann, aber nicht jetzt. Es sind jetzt 75 Jahre, wo man es kennt, oder?
mindestens. Wie viel? 75 Jahre. Ja, ja, ja. So weit bin ich auch alt. Nicht dran. Ja, und da geht die Titanic unter, ja, fast. Nee, ich glaube, er geht einfach durch die Ozean, einfach spazieren. Nee, die Quaisch. So. Quaisch? Wo ist die Quaisch? Bei uns. Ja, ja, gut, aber die Leute wissen das nicht. Ja, ja, wenn du schon sagst, so, und das ist das Spiel. Wir können springen, 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 Schlag, Schlag. Normal muss man sagen, der Rhein, weil der Rhein ist der große Fluss, der stimmt, ja, neben uns liegt. Also. So, das Spiel ist ein Kampfspiel mit einem kleinen Level-System. Wenn man noch wisst, wie man... Ali, heute habe ich etwas Besonderes. Döner Kebab. Komm doch, nee, schau es dir an. Ja, was willst du Besonderes? Nix. Dann musst du die Leute schlagen, oder? Ja, jetzt fliehen sie. Ich weiß schon, jetzt kommt so ein kleiner Bossfight. Und dann sieht man schon, was für ein Spiel das ist. Ah, kann ich jetzt eine mit einem Arme. Ein paar Moves machen und kannst du da. Arme wischen. Das ist auch so ein Beat im Abspiel. Aua. Geht doch her. Ah, das ist sogar ein Wolf, oder? Das ist eine Ratte. Eine Ratte? Oh, okay. Ich muss die kleine Gegner direkt machen. Ah, da gibt es Energie. Muss ich auch geben. Genau. So, das seht ihr hier rechts oben, ist eine Energieleiste. Mhm. Und dann muss man halt einfach auf den Knopf spammen. Oh, da kommen wir ganz viel. Ich glaube, wir müssen den Boss besiegen. Das ist der Boss. Oh je, oh je. Da ist der einfach auch schon. Ah, der ist aber eigentlich wieder easy. Ihr seht, der gelbe ist seine Energieleiste. Und das rote mit dem Herz ist unsere Energieleiste. Aua. Geh her. Ah, du mit dem. Und da nach Corona-Frisur, der war schon mal irgendwann Friseur, deswegen war er so lange hover. Ja. Ah, und jetzt quetscht er uns noch. Was gibt's denn jetzt? Servus. Jetzt habe ich ihn. Mann, oh Mann, das war schwierig. Yes, der erste Boss besiegt. Spiel ist durchgespielt. Ali besiegte die feindliche Gruppe, die ihn angriff. Ja, weiter und so fort. So, jetzt der Opa, Prinz Ali. Jetzt noch der Prinz Ali. Ich will das Spiel noch ein bisschen präsentieren. Jetzt kriegen wir da voll Energie. Ja. Holen uns die Schatztruhe. Und dann kommen wir endlich zu deinem Lieblingsspiel. Ein Stück Käse. Da können wir nicht. Statut, Karte, okay. So. Dann geht man hier hin. Ja. Durch die Gegner und dann durch die Gegner kann man leveln. Es gibt dann später kannst du noch verschiedene Moves So wie beim alle normale Spiel jetzt mittlerweile. Ja, weil also ich muss sagen, jetzt wird einfach viel Spiel gemacht mit Off-Level. Man kann dann mehrere Moves lernen, das ist die Karte. Die Fahne zeigt uns an, wo wir hin müssen. Mhm. Ja, und dann müssen wir halt weitergehen. Oh! Übrigens, da können wir sehen, guck, wir sind noch Level 1. Übrigens habe ich gestern etwas erfahren, die mich nicht so gut begeistert hat. Kennst du die Firma Ubisoft? Ubisoft, ja. Wie kommen wir jetzt zu Ubisoft, wenn wir Mega Drive Mini vorstellen? Ja, ich sag dir einfach, was gerade gestern ist, einfach was ich habe erfahren. Ja, aber hebst dir auf, wir gehen jetzt dann ins nächste Spiel. Wenn wir schon bei so einer großen Firma sind, ja. Also das war Story of Thor, ja. Mehr passiert in dem Spiel jetzt eigentlich nicht. Es gibt dann noch ein paar Feen und so und Helfer, wo dir helfen und Magiefähigkeit. Du bist jetzt bei einer großen Spielefirma, ja. Zu unserer nächsten großen Spielefirma. Electronic Arts, okay. EA, ja. Ja, heute nur gut. Noch, heute machen sie nur noch FIFA. Ja gut, aber was ich habe jetzt erfahren, Ubisoft, ja. Ja. Da wollen die ganze normale Spiele, was die bringen immer, das streichen und jetzt sich konzentrieren auf kostenlose Spiele. Aber dann sollen die Spiele sich so wie auf diese Plattform konzentriert und
neues Skin kaufen, neue Waffe. Das passt richtig zu EA. Was macht EA? Ja, siehst du das jetzt mittlerweile? Ja. Die machen auch das gleiche. Was wird EA aber 1992 gemacht? Ein schönes Motorradspiel. Ja. Sogar Zwei-Player-Modus. Aber viele Leute haben auch gesagt, ja, das wär schlecht, wenn es kommt auch sowas, weil Assassin's Creed ist auch eine... So, das war damals das Logo von EA. Weltweite Spiel bekannt. Ja, das so kannst du eigentlich keinen Spaß mehr machen. Nee. Aber gehen wir mal, wo es noch okay, so Geldscheffel Firma war, ja. EA. Ja, damals doch. Das war, aber die haben gesehen, dass... Die können aber wie meinst du Multiplayer machen können? Ah, Modul? Ah, okay. Set Player Mode. Split Screen. Ah. Okay. Set Names. Player A. Ah, gut. Ja. Wie funktioniert das im Spiel? Überhaupt? Das ist vielleicht schon klar. Bike Shop, ich wieder meine Motorrad auswählen. Ah, oh, Mann. Ich will. Was willst du eingeben? Ja, aber wir sind so gut. Ja. Du bist Player A, ich bin Player B. Fertig. Bike Shop? Kann man noch nicht. Einmal $2000, aber. Kann man nicht? Ja, wir wollen das Spiel präsentieren. Ja, okay. So. Einfach Gas geben. Miles? Miles. Miles. Gib Gas. Ja, okay. Ah. Geh ich oben oder? Nicht, bin ich unten. Unten? Ja. B, gibt's Gas? Nee, A. Ah, da, B. Ja. Also die mittlere Knopf. Ah, okay, jetzt dann hat... Lenke. Lenke und ja, ja. Mit C rechts. Uah. Rechts neben dran kannst du schlafen. Ja. Okay. So, jetzt muss ich mich ja wieder auf Mike konzentrieren. Wenn ich Motorrad abspringt, mit dem Motorrad hin. So, ein schönes Spiel. Ja, damals war ein super Spiel. Also. Ja, gut, das kommt Verkehr. Ich darf einfach nicht auf dein Bildschirm gucken. Ich glaube, du kommst schon klar. Du bist sogar besser wie ich. Ja, gut, was ist besser? Ich sehe keine Gegner. Ah doch, vielleicht bist du der Gegner. Ich muss zu meinem Motorrad, wenn es so ist. Konzentriere ich mich auf mein Motorrad. Das ist also eigentlich noch schöne Grafik für damals. Ja. Motorrad. Ah, jetzt ich sehe schon ein paar Leute. Bumm, weg. Ich habe schon eine. Hoppla. Oh, er hat mich auch. Ich habe besser wie ich. Wie viel Platz bist du? 11. Ich bin 15. Okay. Sicher erstmal einholen. Weg! Woje! Jack Flash! Und ich mache Wheeling. Ja, Wheeling können wir auch machen. Ja, ja. Hey, einer hat mich überrollt. Ah, nein. Ah, diese Auto. So PKW. Das Auto, das zählt ja nicht. Ich bin Motorradfahrer. Ja, gut, aber. Weil ich bin zu weit hinten, ich bin jetzt so hoch wie ein Flogen. Okay, jetzt gibt Ärger, jawohl! Einer dich schon erwischt! Ah, oh, ich hab auch eine überholt, yes! Weg! Patrick, ich komme zu dir! Ja, jetzt, der Kollege ist weg! Der war mich voll erwischt! Oh, sogar zwei Stück vor mir, drei Stück! Boah, aber... Scheiße! Bumm. Nein! Ich hab wieder Unfall gebaut. Und wie war dich der Rutsch? Super! Und ich habe auch die Probleme, dass... ich bin auch für die erste Mal geflogen. Jetzt musst du dein Motorrad rennen. Ja, wo ist die? Da, wo die Motorrad. Ja, wo ist die Motorrad? Und wenn ganz schnell B drückst, rennt er schneller. Ja, jetzt! Ja. Ach du liebe Gott, ey. Jetzt bin ich 13! Ja, ist schon ein bisschen schwierig, das Spiel. Ja, gut. Mann, nein, wieder gefahren. Und ich hab mich überholt. Ja. Danke. Bitte. Ich war gut am Anfang. Ja, du warst eigentlich jetzt besser wie ich. Aber jetzt ein paar Fälle. Ein paar ja,
komme ich zurück und ich hole meinen Platz zurück. Aber du weißt mir nur halb eine Stunde Zeit, wenn wir noch die anderen Spiele präsentieren. Ja, nee, 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 schon klar. Du musst mir sagen, wenn du willst wechseln. Ja. Boah, das gibt auch sogar Sprung. Boah, da bin ich geflogen. Da gibt es ja später noch Polizei in der späteren Levels. Ja. Dann kannst du verhaftet werden. Ja, wenn du schlagst einfach die andere Gegner. Das haben wir gesehen, die letzte Mal. Das habe ich auch gesagt. Oh, das wusste ich auch nicht mehr. So. Wow, bumm! 50 Meter gesprungen. Aber jetzt bin ich da geflogen. Finished. Wie finished? Ich bin ins Ziel geflogen. Ehrlich? Oh nein! Ah, ich wollte einfach besser am Ziel kommen. Ja, du bist jetzt Stadtplatz. Ah ja, super. Alles dauert noch, aber ich würde sagen. Pause, okay, gut. Wechseln. Das war Road Rash 2. Ja. Im Klassiker vom EA von damals. Ja. Wo sie noch kein FIFA gemacht haben und dann Geld geschäftet haben, jetzt wie Ubisoft vorhat, wie du gesagt hast. Ja, ja. Gehen wir zu einem anderen Spiel, das kann auch zu zweit spielen. Ah, okay. Ich habe die Kontrolle immer noch. Okay. Schönes Spiel. Jetzt gehen wir zu den Puzzle-Spielen. Puzzle-Spiele sind auf der Mega Drive Mini drauf. Was machst du denn jetzt? Ja, die Kabel war. Okay. Jetzt wird er sich verhutet. Hast du vorhin auch gespielt? Ja, aber. Jetzt auf einmal bin ich wegen meinem Mikrofon-Kabel. Kriegt man das noch hier oder soll ich? Ja, nee, 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 nee. Jetzt geht's. Operation Mega Drive Mini Kabel. Geht so. Jetzt funktioniert. Natürlich Columns. Das war Columns? Nintendo hat Tetris erfunden. Und Sega hat Columns erfunden. Okay. Kenn ich nicht. Noch nie gehört. Weil ich zeig dir erstmal allein, dass du siehst. Nee, könnte man auch schon anfangen zu helfen. Das muss auch nicht so schwer sein, oder? Na, ich weiß nicht, wie du. Jetzt der 2-Player, weiß ich jetzt nicht, wie das funktioniert. Vielleicht Arcade und. Drück mal Start. Start. Ah. So, mach easy. Easy, ja, Level 0. Ja, ja, mach einfach. Okay, mach easy. Easy. Ja, wenn das Spiel noch nicht gespielt hast. So. Was du siehst, du kannst schon den B-Knopf. Du kannst die Farbe ändern. Drei gleiche Farben ergibt die Linie. So wie jetzt dort, blau. Ja, ja, aber ich bin auch. Ich bekomme das auch nicht schlecht. Also. So, und das ist das Spiel. Schön gemütlich. Ah, ich habe schön Punkte gemacht. Action, ich auch. hier werde ich keine Punkte machen. Da will ich mal zeigen. Wie viele Punkte ich geholt habe, aber natürlich nur mit Save States, muss ich jetzt auch sagen. Ja, hier, hier mache ich Punkte. Jawohl. Ja, du kannst sogar doppelt, dann einen doppelten Dreifach Punkte machen. Wenn dann die Kombinationen mit dem Spiel machst. jetzt, ich hab verstanden. Kannst du auch ganz rechts ziehen. So, jawohl. Wir sind immer drei gleiche Farben, so. Ja, ja. Ah, schlecht. Das war schon die Kriege, oder? Ja. Jetzt, das kommt alles runter, das ist auch super. Kannst du auch im Diagonal, kannst du auch machen. Bestimmt immer so, gut. Ja, Diagonal, geht ja. Ist okay, ich hab das Spiel verstanden. Jawohl, das kommt. Das sind die drei. Jawohl. Gut, dann kannst du sogar zum Kompost starten. Und dann die Juwele so runterfallen. Ah, nee, das war falsch. Oh, ich hab sogar. Ja, und wenn es dann ganz oben ist, ist natürlich Game Over. Ja. Jawohl. Jetzt hätte ich nur genau. Mach doch Geld. Ja, ja, mach ich auch jetzt. Ich muss mich sogar nicht konzentrieren vor dem Spiel, das ist so leicht. Ja, der Spiel ist leicht, ne?
Das gebe ich zu, aber. Oh, schlecht. Wo hab ich. Ja, okay, gut. Hallo? Da krieg ich. Oh nein. So muss es aussehen bei mir. Ja, bei dir machst du viel Punkte. Ja, ich glaube. Jawohl, doch. Zwei, okay. Was ist das? Der Quantschutzzeichen geht alles kaputt. Ich habe es auch so versucht. Ah, okay. Jawohl, 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 da mache ich Punkte. Irgendwie, das ist noch leichter als Tetris. Weil Tetris war für mich extrem schwer manchmal. Ja, nicht jetzt. Ja. Ich bin sogar so Spiele gemacht, denke ich. Kennst du noch eben. So Spiele entspanne mich richtig, ja, seht ihr? Weißt du noch, hab's noch Erinnerung, dass in diese Arcade-Museum, da habe ich auch mit Tetris gekommen. Dann war. Ja, stimmt. Und da war ich auch einfach nicht mehr. Also, es war dritte Staffel, Retro-Retox. Ja, das ist auch nicht die erste Mal, dass man erwarten, diese Video. Könnt ihr vorbeischauen? Ja, schaut euch einfach alle Folgen an von Retro-Retox. Von Staffel 1 bis zu Staffel 5. Mittlerweile sind 4 Jahre. Retro Red Talks, oder? Könnte sein, ja. Bald 5 Jahre. Ja, bald im September. 5 Jahre stellen wir für euch Retro-Spiele vor. Ja. Und dass wir noch weiter geht's. Ne? Das ist auch nicht so die Meinung, dass es wird alles zu Ende gehen. Die Folge muss jetzt auch ein bisschen länger. Ah, ich bin Game Over. Game Over Modus. Das Spiel ist so einfach, ich weiß nicht, was du für Probleme da hast. Ja, keine Ahnung, ja, aber ich habe wie viel Punkte gemacht? Du bist 9. Platz. Aber jetzt will alles ich gut, alles gut. Euch zeigen, was ich da gemacht habe. Alles gut, 5. Platz. Da schauen wir. 9. Platz. Schauen wir bei mir. Die Punkte. Was? Ah, das ist mit Cheat, oder? Nein, kein Cheat. Mit doch. Nein, mit Save State habe ich gemacht. Nein, das glaube ich nicht. Doch, weil du kannst immer. So geht es am Schluss ab. So geht es am Schluss ab. Und dann kannst du auch immer wieder dann drücken beim Mega Drive Mini. Mhm. Und dann kannst du save, also speichern. Okay. Und dann kannst du wieder anfangen. So habe ich das gemacht. Okay. Ich kenne die Tricks. Sowieso, das ist normal, das ist eine Konsole. Ich habe lange gebraucht. Okay, das vorletzte Spiel. Dr. Robot ist. Robotics Mean Machine. Okay, aber das Klicks. Müsste man dann auch eigentlich auf Japanisch, da wissen eigentlich zwei Spiele nochmal. Weil das spiele ich bei uns im Beste Kombo vom Dr. Robotnik, der Gegner von Sonic. Mhm. Wir machen jetzt die zweite Spiele. Ah, okay. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab in dieser Folge. In Puzzle Games. Das ist die erste Folge, wo wir sind sehr oft zusammen. In Japan war es Puyo Puyo und bei uns war es der Dr. Robotnik. Okay. Ja, aber das Spiel ist eigentlich dasselbe. Ist auch wieder so Puzzle Game. Was ich nicht so richtig gut bin, habe ich gemerkt. Ja. Ja, man könnte es als Spiel anfangen. Okay. So. Ah, and one player. One yes, player. Two player mode. Ja, mach easiest für dich. Ja. So, also dort rum geht es jetzt auch. Ah, das ist wieder so wie der letzte Spiel, mit oder? Mit gleicher Farbe. Okay. Und wieder drei Stück. Kannst du drehen. Ah. Ne, du musst jetzt 4. Ah, okay. Und 4 Bohnen zusammen machen. Oh je. Das ist ja kompliziert. Oh, schon schwierig. So. Und dann. Oh, nee. Mach ich keinen Punkt, ey. Ah, der Drehdruck ist wieder. Nein, jetzt geht's nicht mehr. Ja. Hey, was ist das? Ja, das bin ich. Wenn ich Punkte mache, schicke ich dir gegnerische. Jetzt habe ich vier Schreiben. Zusammen. Ja, du kriegst einen Stein von dir, doch. Jetzt kriegst du auch einen Stein von mir. Guck. Ah, okay. So funktioniert das. Ah, jetzt habe ich Punkte gemacht. Ah, jetzt genau. Krieg ich wieder Stein. Ah nein! So langsam. Und da gibt es natürlich auch Kombos. Wenn ich große Kombos mache, krieg ich ganz viele Steine. Das ist auch ein Klassiker. Ja, aber. Boah, ich bin schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was du schaffst. Ja, gut. Wieder verpisst du Denker.
Nein, aber... Ich habe solche Spiele nicht so gern gemacht. Ja. Oh, aber jetzt, aber dann... Puh, jetzt musst du mir Steine gebracht durch der. Wer? Du? Ja, keine Ahnung, was habe ich gemacht? Also, ich habe ein Kombo gemacht. Gemerkt? Nein! Ich guck mal einfach... Oh, okay. Ja, ich denke, das müsste ich ja irgendwie so gewinnen. Oder? Nein! Ah. Jetzt habe ich wieder einen Kombo, ja. Oder kleine Kombo oder was? Das wird aber kein Stein nicht mehr. Ja. So, jetzt mache ich da ganz gut drin, Achtung. Ja. Es gibt drei Steine Kummer. Ja. Ich habe ein paar Steine Kummer. Also wenn ich das jetzt nicht gewinne, weiß ich gar nicht. Also du gewinnst noch, weil ich bin nicht so rein. Ich hab gewonnen. Ja. Hä? Wer hat gewonnen? Ich? Ah ja. Nicht so mein Ding, ja. Diese Steine. Oh, du hast dich gerade abgeschlagen? Naja. Jetzt kommt Tetris, oder? Und das ist auch wieder für zwei Spieler, oder? Eigentlich auch, ja. Aber ja. Was ich jetzt noch kurz zeigen wollte, bei dem Lean Machine, merkt er dann, wo Deutsch ist. Deutsch ist hier. Ja, Japanisch. So. Was ist das? Ist alles im Japanisch? Erstmal beim Japanischen sind... Das sind auch andere Game, oder? Nee, das sind dieselben Spiele, das sind nur die Cover. Ah, die Cover sind... Okay. Na, no. Muss man heute das Original-Cover aus Japan ausgesehen, in Sonic. Mhm. Und Shinobi. Und wie ist das mit den amerikanischen Cover? Sind die so wie... Bei Streets of Rage war zum Beispiel der Arnold Schwarzenegger im Hintergrund. Ich das bin. Ja, ja. So, aber wir hätten es jetzt merken müssen, wo. So, und das ist das Dr. Robotnik Bean Machine. Ist in Japan Puyo Puyo. Das wollte ich noch zeigen. Ah, okay. Das ist noch so ein Secret. Ja, gut, jetzt, ich verstehe gar nichts. Ja, keine Angst. Das Spiel, was wir eben gespielt haben, ist das Original Puyo Puyo. Ja, aber den haben wir schon. Ein ganz anderes Spiel eigentlich, aber es ist dasselbe Spiel. Ah, okay. Es ist dann nur Puyo Puyo. Okay. Ah, ja, gut. Nur andere Grafik, aber. Ja, so. Und auch ganz andere Charaktere. Das wollte ich euch noch zeigen. Dass es eigentlich dann 43 Spiele gibt. Eigentlich. Mhm. Das wollte ich nur zeigen. Weil das ist dann ein ganz anderes Spiel, das nennt sich dann Puyo Puyo. Okay, okay. Das ist Hauptmenü, das ist Hauptmenü sein. Ja, kannst du auch die Sprache wieder ändern? Ja, das mache ich. Das hätte ich doch gesagt, merkt, wo Deutsch ist. Ja. Ist das Sprache? Ne? Nee. Das ist Sprache. Ja. Ah, sehe, und dann gibst du wieder die deutsche Cover. Mein Lieber, der hat experimentiert mit seiner... Nee, ich hab das auch gewusst. Oder also wie gesagt, sind es dann 43 Spiele bei uns, also eigentlich selbe Spiel. Puyo Puyo, dann andere Story, wenn man das spielt. Okay, okay. Jetzt Tetris! Jetzt kommen wir zum letzten Spiel. Ich als Tetris-Meister, der war sehr gut im Tetris immer. Ja, Tetris ist eigentlich nie erschienen auf Sega Mega Drive. Aber doch. Nur Eggnine. 2019 jetzt. Ja. Jetzt will ich extra für den Mega Drive. Ja, weil die haben das... Das haben sie extra dann Tetris gemacht. Ja, das glaube ich auch. Also. Dann das ist ein neues Spiel auf dieser Konsole. Aber soll ich es allein spielen? Nee, guck mal, das zweite Mal. Okay, dann mache ich für dich auch easy. Ja, musst du auch. Oder? Ich kenne mich nicht so aus. Also Tetris weiß ich, was geht. Ja. Da muss man... Also ganz easy. Erstmal viele Steine. Tetris muss man eigentlich nicht erklären. Das ist ein Klassiker. Einfach Linie bilden. Ich weiß, was du schaust. Ja, ich hab's. Der muss. Ah!
muss mich gar nicht konzentrieren. Ah, nein! Nein! Ah, ich bin so schlecht. Ich verstehe auch nicht warum. Ja, du musst doch einfach nur da in die Liga rein. Ja, aber siehst du, da gibt es keinen Punkt bei mir. Jetzt macht er Punkt, der Kollege. Also, ich bräuchte dann einen Gegner. Ja, ich kenne keine Gegner. Ich hätte ob wir es allein machen, aber wir machen es halt doch zu zweit. Ja, warum nicht? Ich zu dir, aber du bist ja wirklich kein Tetris-Meister. Deswegen war das schon. Katastrophe. Wirklich Katastrophe, Herr. Ah, doch, ich habe was geschafft. Nee, du bist Game Over. Ah, Game Over. Will noch probieren. Free to play. Bin gerade start. Jetzt, ich versuche mal einfach mich besser zu schlagen. Aber was wir jetzt schon sagen können, wir können uns alle mal bedanken, wo bei Retro Retrox dabei waren. Danke für die netten Kommentare. Danke für die vielen Likes. Danke für die vielen Abonnenten. Ja. Und wir freuen uns auf eine neue Staffel Retro Retrox. Ja. Weil es gibt noch viele alte Spiele, wo wir noch nicht vorgestellt haben. Und viele Genres. Was man vielleicht, was ich mir überlegt habe für die neue Staffel, dass man neue Spiele im Retro spielt. Neue Spiele? Ja, Spiele, wo aktuell erschienen sind, aber im Retro-Stil sind. Ja, wie Retro-Stil? Ah, okay, du meinst, was aktuell als Retro-Stil genau, das ist dann der rote Vater von der Staffel 6 ist. Na gut. Ah, ich habe trotzdem nur den Punkt gesammelt. Ich habe 40.000 Punkte. Ah, ist aber besser als ich. Besser. So. Das kann ich ewig spielen. Ich mache jetzt extra ein bisschen schlechter. Ja, kein Problem. Oh, 400 Punkte jetzt. Ah, ich werde etwas besser. Ja, du holst. Ich ganz knapp bei mir, Patrick. Ah, 100 Punkt! Ah, ich mach Punkte, das ist doch super! Ja, mein Patrick, da bin ich ganz knapp. Ich hab nur 20.000 Punkte. Ja, aber gut, aber für einen Anfänger, so wie ich, das ist doch schön. Ich meine 28.000 Punkte. Ja, ist doch schön! Und ich bin Level 8. Ja! Ich bin noch nicht mal Level 2. Ich weiß, ich sage ein bisschen unfair, ja. Hey. Aber Tetris, das habe ich ganz viel gespielt. Tetris bin ich der Meister. Aber trotzdem, das war die erste Mal, dass ich mach Punkt. Keiner will gegen mich Tetris spielen. Okay. Nee, du bist so erfahren. 10.000 Punkte, oh je. Ja, der ist gut, der ist gut. Guter Spieler. Ja, aber wir müssen beenden. Ja, aber was ich finde, vielleicht die nicht so schlecht oder was das Bild und sagt Bild groß. Was wäre noch einfach super für den Konsole? Warum ist auch keine Online-Verbindung? Nee, gibt's keine. Weil Tetris kannst du auch online spielen, oder? Ja, es gibt aber auch im Tetris online. Okay. Aber nicht für die Konsole, oder? Doch. Für die Switch. Ja, für die Switch, aber nicht für die Sega. Ne, für Sega nicht. Pass auf. Lass mal so. Okay. Nee, wollte ich noch gerade sagen, es wird auch ein tolle Features einfach gewesen. Wie viele Folgen hat es ungefähr gemacht? Über 70, einmal 80 Folgen. Also, das ist schlecht, gemacht. Wenn du Zeit hast, kannst du alle Folgen durcherzählen. Mach ich. Also, ich sag mal, wir haben Post zu unserer Community. Ja. Und wir sehen uns sowieso. Vielen Dank für Retro Retox. Ja, für Ihre Staffel Aufmerksamkeit. 5. Und Staffel 6 werde anfangen, aber wir wissen. Wir basteln dann noch ein neues Info. Bis zu was Neues. Ja, gut, aber wir wissen auch noch nicht so ganz genau, wenn das wird auch wieder startet. Genau, und wenn dann einmal im Monat, denke ich. Weil, denke ich mal, wenn ich aber auch diese Jobangebot oder vielleicht ist es jetzt auch passiert. Dass die Zeit wird auch mich einfach. Na, weil wir drehen für die Zukunft. Ja. Wir gucken,
Wir schauen in Zukunft. Ich kann nicht sagen, ob wir das Video aufgenommen haben. 19. Februar. Ja. Ich war's, euer Milzi. Und ich, Red Dox. Patrick. Immer schön nostalgisch bleiben. Jo. Wir sehen uns in Staffel 6. Ja, bleibt ihr dran. Prost. Prost. Hey. Tschüss.